Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Haunted Gas Station. Ja, mal gucken, ob wir es heute weiter schaffen als bis zu diesem Steingedöns. Ach, no signal. At least I have a flashlight. Auf jeden Fall, ich feiere dieses Spiel. Man erschreckt sich richtig. Well, maybe somebody at that gas station will have somebody that can help me out. Hier den Spaß kennen wir ja jetzt schon alles. Hello? Anyone here? Okay, that radio's gotta get turned off. I can't even hear myself think. Da hab ich den Geist gesehen. Hello? Kleine Arschloch. I heard the radio click off. Is someone out there? I'm over in the bathroom. Yeah, hey, so I hit a deer up the road a bit. I was wondering if you could help me out. Oh. That happens a lot around here. So, I locked myself in here by mistake. I left the key around back. If you wouldn't mind getting me out of here, I'll help you out, man. Sure thing, man. I'll be right back with that key. Okay, Schlüssel holen, rein. Aufschließen, zum Auto rennen. Zur Seite gucken. Hier wieder hingehen, wenn das blaue Auto kommt. Dann zum Steinhäusel und wieder zurück zum Auto. Ja gut. Krieg ich mal hin. So, jetzt kommt da wieder diese schöne Horrorhand. Listen, man, there is something going on outside. Okay, nope, back to my van. Ich guck auch gar nicht erst zur Seite. Wir wissen, wo er auftaucht. Ja gut. So, jetzt kommen die zwei Chicks hier lang. A car! They can get me out of here! So. Jetzt wird eine ausgenockt. Dann rennen wir der anderen hinterher, dann wird die ausgenockt, da holen wir uns einen Schlüssel, dann müssen wir wieder zurück zum Auto. Weil die rennt und die ist durch den Baum gerannt. Die hey, Cheaterin. Und da ist umgefallen. Alright, time to get into their car and get out of here. Ganz schnell weg. Zu dem Auto von den Mädels gehen? Das kann sein. Das kann sein. So, auf ein neues. Ach. No signal.
Deswegen ist der Geist vorhin auch so laut geworden, weil er uns fast eingeholt hat. Maybe somebody at that gas station wants somebody that can help me out. Scheiße ist nur, dass man immer wieder von vorne anfangen muss. Aber gut. Ja. Da hatte sich das Spiel gerade geschlossen. Und wir starten einfach nochmal. Mitten in der Aufnahme. Warum auch nicht? Ach, no signal. At least I have a flashlight on this thing. So, nochmal was ich vorhin erwähnt hatte. Das heißt, ich muss zum blauen Auto, weil wenn renne ich zu meinem, ist der Geist ja sehr laut geworden. Sprich, der hat uns fast eingeholt gehabt. Hello? Anyone here? Okay, that radio's gotta get turned off. I can't even hear myself think. Wie der da vorne vorbeischwebt wie so ein Passant. Hello? I heard the radio click off. Is someone out there? I'm, over in the bathroom. Yeah, hey, so I hit a deer up the road a bit. I was wondering if you could help me out? Oh. That happens a lot around here. So, I locked myself in here by mistake. I left the key around back. If you wouldn't mind getting me out of here, I'll help you out, man. Sure thing, man. I'll be right back with that key. So, den Spaß kennen wir ja alle schon. Listen, man, there is something going on outside. Okay, nope, back to my van. Gordy zur Seite drehen. Weil was für ein merkwürdiger Geist ist das bitte? A car! They can get me out of here! Auf ein neues. Und dann zum blauen Auto rennen. Heißt, ich muss dann hier aus dem Wald einmal hier rum. Läuft. Da, die rennt durch den Baum. Hey, hold up. Da ist umgefallen. Alright, time to get into their car and get out of here. Das war's, wir haben's geschafft. Wow, kurzes Spiel. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt. Genießt den Tag. Bye, bye.